Servus, grüß euch, ich bin der Robert von Travel One Unterstrich Oberländer. Im Laufe der letzten 2 Jahre, wo wir die Maria jetzt ausführlich getestet haben, haben mir immer wieder Leute gesagt, das Auto hängt hinten runter. Ich habe mir gedacht, okay, das wird schon so passen, weil die meisten haben geglaubt, ich bin überladen. Ich habe hinten auf der Achse 7,4 Tonnen. Wir haben das jetzt gemessen, sogar bevor wir in Urlaub gefahren sind, nach Dänemark eben mit Fabian. Und jetzt hat sich immer mehr herausgestellt, in Regensburg, in der Werkstatt, der hat gesagt, der Mechaniker, da stimmt was nicht, da fehlt etwas. Dann der abgerissene Stoßdämpferhalter. Und so bin ich dann in Kontakt getreten mit der Firma Iveco, mit vielen anderen Oberländern, die so ein Fahrzeug haben. Die haben alle andere Federpakete drinnen. Und da bin ich jetzt gespannt, ob die Firma Iveco die Kosten übernehmen wird. Weil so habe ich das Fahrzeug nicht bestellt. Ich hoffe, dass wir da keine Rechtssache draus machen müssen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. War total interessant in der Werkstatt bei der Firma Henning Autofedern. Und schaut's einmal. Und jetzt bin ich total zufrieden mit dem Fahrzeug. Die Maria fährt sich komplett anders. So soll das sein. Wir sind wieder nach Deutschland eingereist. Dänemark war super oder nicht super? Was sagst du, Fabian? Super, super. Super. Gut, das freut mich. Aber jetzt fahren wir ja noch wohin, was dir sicher auch gefallen wird. Weltkanal. Jetzt überqueren wir den Nordostseekanal. Ist voll cool da. Jetzt kommt gleich Schiff. Schaut mal. Und diese Fähre da, die kostet nichts. Das ist ja wunderbar. Und wahrscheinlich werden wir uns da rüberstellen. Da ist ein super Platz, da werden wir uns hinstellen heute und übernachten. Gestern sind dann noch Frank und Katrin zu uns gekommen. Die haben auch ein sehr schönes Fahrzeug. Der Frank hat alles selbst gebaut. Alles. Auch die Kabine. Wir haben gestern anschauen dürfen. War tipptopp. Guten Morgen. Auch super Fenster vom Papst. Also alles tipptopp. Und jetzt verabschieden wir uns. So, wir sind jetzt bei Henning Federn angekommen. Wir haben jetzt gerade meinen Chef alles angeschaut, wie wir das machen. Und alles machbar. Und da stehen wir jetzt. Da kann man nämlich auch stehen bleiben mit seinem Wohnmobil oder Geländefahrzeug und kann dann hier auch übernachten. Und morgen um 7.30 Uhr geht's los. In wenigen Minuten geht's jetzt los. Es ist jetzt 7.25 Uhr. Und um 7.30 Uhr geht's los. Die Maria kriegt endlich das Federpaket, so wie es eigentlich bestellt worden ist. Ach, freue ich mich. Die Maria steht jetzt auf der Grube. Jetzt haben wir sie einmal auf der Seite positioniert, damit man schön zu der einen Seite zu den Federn kommt. Und es wird einmal versucht jetzt, dass die Reifen oben bleiben. Und jetzt gehen wir da mal runter. Und so schaut das jetzt von unten schön aus zu sehen. Jetzt geht's los. Maria ist einmal abgesichert worden. Es wird aufgehoben. Und man sieht schon, dass wir da richtig sind. Die machen nur Federn. Also, wenn sie die nicht auskennen, dann kennt sich keiner mehr aus. Jetzt wird alles vorbereitet zum Ausbau. Maria wird jetzt komplett aufgehoben. Die Federn müssen ja komplett entspannt sein, damit man sie schön ausbauen kann und runterschrauben. Hier wird gerade die Stabilstange entfernt. Dann noch hinten aufheben und entspannen. Leider müssen wir den Reifen auch abmontieren, das ist nicht anders möglich gewesen. Hier noch einmal die Arbeitsschritte vom Abmontieren in der Zeitrafferaufnahme von meiner anderen Kamera.
Jetzt wird die Maria komplett rausgehoben, damit man zu den Federn kommt. Und die dann spannungsfrei ausbauen kann. Jetzt ist die Feder entlastet. Man sieht es da. Das Rad muss jetzt leider auch ab. Das geht sich sonst nicht aus mit dem Rausziehen von den Blattfedern. So, jetzt ist die Feder heraus. Ist ehrlich sehr traurig, dass man bei einem Neufahrzeug das machen muss, aber das ist einfach zu schwach dimensioniert. Und wir haben ganz knapp unter 12 Tonnen, 11,97. Jetzt werden die Federn auseinandergenommen, das heißt der Herzbolz muss entfernt werden und die zwei Führungsschalen links und rechts. So, das sind jetzt die neuen Klammern, natürlich müssen die auch höher sein, die sind viel stärker. Ja, schade, dass das nicht von Anfang an so ist gewesen. So, das sind jetzt die neuen oder die zusätzlichen. Das sind die neuen, die werden jetzt... Ist einmal ein Lohrwinkel, der wird jetzt auf Längen geschnitten, gebaut, ja. Und dann können wir verändern. Und angepasst. So, jetzt werden in die Federn einmal die Mitte ausgemessen, weil da muss ja auch dann dieser neue Herzbolzen rein, der das ganze Paket dann festhält. Es werden auch noch so Gummipuffer eingebaut, damit es kein Quietschen gibt, damit das nicht Eisen auf Eisen da direkt anliegt, dass wir da keine Probleme haben. Schneiden das mal ab. Dann haben wir die Jetzt werden die Blattfedern auf die richtige Länge abgeschnitten. So, richtig abgeschnitten, sind sie jetzt schon mal. Sehr gut, alle zwei. Jetzt werden die Löcher in die neue Feder gebohrt. Pro Loch ungefähr 10 Minuten, so lang dauert das. So extrem haltbar ist dieser Stall. Das sind die neuen Klammern, die werden natürlich auch auf Maß geschnitten. Und das sind diese Gummipuffer, die da reinkommen, damit es dann kein Quietschen gibt. Schön lackieren. Jetzt sind alle Löcher vorgebohrt. Das ist so ein Stift oder Bolzen. Das ist ein Niet. Ein Niet, Entschuldigung. Und das wird dann vernietet mit dieser
Führungsschale, damit die Federn nicht verrutschen können. So, und jetzt kommt der Herzbolzen hinein. Wird der Dorn wieder rausgeschlagen, der das zentriert hat. So. Dann noch festgeschraubt fürs erste. Jetzt wird das neue Federpaket eingebaut. Natürlich ist es ein bisschen tricky. Man muss das da wieder alles reinpassen, weil von unten geht das ja nicht wegen der Achse. Und durch die Biegung kann man es nicht einfach so reinschieben. Das muss man dann reinkippen. Hier wird der erste Haltebolzen eingeschoben. So, jetzt muss die Blattfeder noch in Position gebracht werden, dass die Federbriden dann angeschraubt werden können. Ah, so. Zack. So, hier kommt jetzt die Halteplatte drauf, wo dann die Federbriden festgezogen werden. Die Maria ist wieder auf den Federn. Jetzt muss ich das Auto nochmal umsetzen, damit wir jetzt die andere Seite machen können. Und man sieht, wenn man genau schaut, wie schief die Maria jetzt dasteht, weil die eine Seite ja schon fertig ist. So, jetzt ist das Federpaket auch fertig und wird jetzt gleich eingebaut. Da kommt es schon. Jetzt wird die gebrochene Halteplatte wieder montiert. Die neue Halteplatte eingeschraubt. Also das ist jetzt der Teil, der was am Stoßdämpfer war. Und das schaut ja vom Material her nicht so aus, wenn das sehr haltbar ist. Folgendes Problem. Hier fehlt die Klammer, da wo der Stift ist. Da ist nochmal ein Kopf drauf, der ist abgerissen. Und die Feder ist leicht verschoben. Jetzt ist die Frage, ob man das korrigieren kann oder ob man da wirklich eine neue Feder braucht. Das komplette Paket. Da muss man links und rechts alles neu machen. Und hier sieht man auch schön, dass die Klammer da so schräg montiert war mit einem Kabelbinder und dann überlackiert worden war. Das wird nicht so gehen. Also jetzt springt Spannung drauf. Ja, so aus dem Mittel. Das ist verdreht. Warum ist die verdreht? So, wir schrauben jetzt die vier Schrauben von den zwei Hybriden einmal locker und schauen, ob wir das irgendwie gerade bringen. Ohne viel Action. So, die Hybriden sind einmal locker und jetzt schauen wir, ob wir das gerade richten können. Das wird jetzt für die Firma Iveco dokumentiert, damit sie sich ein Geld ersparen. So, jetzt werden wir die Feder noch entlassen, dass wir den Stift schöner rausbekommen. Aber er hat sich bewegt, das ist gut.
Sie drücken auf Druck. Jawohl. Durchhalten. Nochmal. Okay. Wir haben uns dann entschlossen, eine Schraube einzudrehen statt dieser Niete, weil sonst hätten wir das ganze Federpaket auch noch ausbauen müssen und das wollte ich dann auch nicht. Und eine Schraube tut es ja auch. Jetzt wird noch die Halteplatte von den Brieden mit den Federn zusammen verschraubt. Das muss ich dann nach 500 bis 1000 Kilometern nochmal nachziehen mit 500 Newtonmeter. Und jetzt sind die Federn auch wieder gerade, das passt. Das war echt super heute der Tag. Also ich habe das noch nie vorher gesehen, wie das mit Federn gemacht wird, wie die gesprengt werden und wie man das macht. Das war echt interessant. Also die Firma Henning, Wahnsinn. Wirklich super. Die kennen sich aus, das merkt man nicht. Also die haben seit 100 Jahren gibt es die Firma schon. Die haben Kutschen angefangen, Federn zu machen. Das ist unglaublich. Vierte Generation. Und jetzt werden wir was essen, Fabian und ich. Und dann gehen wir schlafen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen Fernsehen oder was spielen. Aber das war's. Ich hoffe, das Video war wieder informativ und hat euch gefallen. War für mich sehr interessant. Und jetzt geht's wieder weiter. Und jetzt bin ich zufrieden, es funktioniert jetzt alles. Und wir sehen uns. Irgendwann. Irgendwo.